Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Oh ja, ich bin dehydriert. Ich habe ein Problem, größeres, glaube ich. Ich habe so viele Sorgen gerade. Au. Welcome aboard, Captain. Junge. Ey, hau ab. Lass mich. Boah, gleich zwei. Ich wollte doch vielleicht doch nochmal gucken, ob wir so eine Crab Snake finden. Aber dafür würde ich ganz gerne mein Schiff schweißen. Das wäre jetzt auch mal ganz angebracht. Boah, was für ein fieses Ding, ey. Habe ich einen Mine Welder? Habe ich doch dabei. Auf 5. Genau, erstmal Schiff schweißen. Boah, das war ja echt lustig. In der letzten Folge habe ich mich verjagt. Lass mich. Ich bin noch nicht fertig mit Schweißen. Lass mich in Ruhe. Wo ist er hin? Okay, der wird mir wohl nicht so viel tun. Den esse ich jetzt so fertig. Moonpool-Fragment. Ja, brauche ich nicht. Achso, ich wollte ja aussteigen und ein Medipack nehmen, ne? Genau, das wollten wir. Ist ja übel, dass die dann so rausgezischt kommen. Ich verjag mich gleich wieder. Nee, ey. Übles Ding, ey. Da gibt's wahrscheinlich nur eine hier, denke ich mir. Oh, die ist ja krass gewesen. Die war ja aber echt krass groß. Und dann springt die auch noch von Pflanze zu Pflanze oder so, ne? Mann. Krass. Naja, irgendwo wird hier vielleicht auch noch eine zweite sein. Wer weiß, ob die rauskommt, wenn ich mit dem hier drüber fliege. Kann ja auch sein. Schwimme. Ich möchte es eigentlich gar nicht unbedingt ausprobieren. So, okay. Ich muss jetzt den Ausgang finden. Ups. Ja, hier jetzt hoch. Schön. War ein bisschen komisch aus dem Sonar, ne? Boah, die muss ich mir gleich erstmal angucken, die Folge. Die letzte. Ich werde bestimmt auch nochmal lachen. Oh Mann, ey. Ah, da hätte sich die Webcam mal wirklich gelohnt. Ich habe irgendwie noch keine irgendwie einfache Möglichkeit gefunden, einfach die Webcam so nebenher aufzunehmen. Ich will die nicht dauerhaft hier im Spiel haben. Das lohnt sich ja nicht. Also das ist so ein... Es gibt ja Spiele, da muss man meine Fresse ja nicht unbedingt sehen, sage ich mal. Ne? Und das hier gehört dazu. Und ich will jetzt doch mal eben eine Sache machen. Wir haben nämlich einen neuen Zuschauer, der ganz traurig war, dass ich noch nie... Boah, Lex, das LivePod geschweißt habe. Das stimmte nicht ganz, einmal habe ich es geschweißt, aber auch nur einmal. Boah, und wenn du jetzt den Lex siehst, weißt du vielleicht auch warum. Nein, das hat damit nichts zu tun. Wir machen das mal. Müsste eigentlich gehen. Jetzt habe ich nicht mehr genug Strom, was? Nee, ich hab's versucht. Ich habe gerade keinen Strom mehr. Und ich habe Standbilder. Und zwar richtige. Okay. So, gut. Uiuiuiuiuiui. Ich bin so froh, wenn ich neu starten kann und die Lags dann schlecht weg sind. Ich würde jetzt echt gerne schon neu starten, ne? Hätte ich auch nichts gegen, jetzt schon neu zu starten, aber. Nein, ich warte noch mal ein bisschen, bis das Update da ist. Energie 30%.
dann laden wir die hier mal eben auf. Dafür haben wir die Station, ja. Ich würde die Station am liebsten abreißen, wenn das hier so leckt. Aber ich habe das Gefühl, das wird an den Lecks nichts ändern. Ich glaube, die werden hier bleiben. Das Gefühl habe ich jedenfalls. So, was wollte ich denn hier? Fragment Analyzer wollte ich, genau. Und zwar haben wir hier irgendwo den... Warum hat er das nicht untersucht? Müssen wir mal raus. Und, wie weit bist du? 2%? Naja, es kann ja ein bisschen dauern, ne? Das wissen wir ja. So. Die schmeißen wir hier rein. Immerhin gibt es dafür schon neue Symbole. Und überhaupt Symbole. Den kann ich ja eh schon. Wahrscheinlich hat er den deshalb nicht erforscht. Ist jetzt aber geraten. Ich nehme mir nochmal Lithium ein bisschen mit. Ich kann ja eigentlich mal gucken, was bräuchte ich denn... Ach nee, das weiß ich noch gar nicht, was ich dafür brauche, ne? Das... Nee, kann ich noch gar nicht sagen. Dann sollte ich mich mal hier eben aufhalten, bis ich es weiß. Moment, ich habe da nochmal ein ganz kurzes Bleach. Salz und Koralsample. Gut, das lässt sich doch mal eben einrichten. Das können wir doch mal eben zu Fuß machen. Korall ist aber nicht das. Nein, nee, das waren sie nicht. Das waren die, nee. Das waren hier, die Röhren hier. Ne? Oh, da, genau, die meine ich. Schlagen wir da doch mal ein bisschen drauf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch wirklich ernsthaft... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch ernsthaft nennenswert Salz rumliegt. Es sei denn, hier ist doch mal was nachgespawnt. Oh, es tut mir so leid um die Lags für euch. Ich meine, ich muss damit auch leben, aber das ist ja mein Job hier. Oh, ich finde das ganz schrecklich. Wie gesagt, ich suche es mir auch nicht aus. Haben wir denn nicht hier doch noch... Naja, ein Salz haben wir hier drin. Habe ich... Ach so, ja, okay. Hätte ich... Wenn ich sammeln müssen, kann ich noch mit werfen. Gut, dann... Machen wir mal einen Bleach hier. Okay. Da brauche ich wirklich ein Salz, ein Korallsample nur für. Dann machen wir mal die Taschen leer. Den Fisch will ich mal eben kochen. Und gleich essen. Das sieht schon etwas besser aus. Mal gucken, wie sieht es denn jetzt mit der Motte aus? Ich muss ja eh warten, bis... Aber wir können mal eben so schwimmen. Ich muss es... Lass mich in Ruhe. Oh, blödes... Blöder Krebs. Oh, hier, das ist gut. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und ich kriege ja gleich eine Meldung, sofern der Fragment-Analyzer abgeschlossen ist. Auf die warte ich mal eben. Wobei, wir können den hier arbeiten lassen und könnten schon mal rüberfahren in die andere Base, ne? Ja, ich glaube, dann machen wir das doch. Das ist doch vielleicht keine so schlechte Idee. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Machen wir das. Da habe ich auch noch Salz, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar auch eine ganze Menge. Und sonst habe ich in der Veltilus wohl auch noch Salz. Aber dann darf ich jetzt nicht den Fehler machen und die Korallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, machen wir doch die beiden Reihen voll. Und wie weit bist du? 74%, das ist gut. Dann machen wir jetzt auf den Weg. Ach, jetzt kommt plötzlich Musik, was? So, auf nach Hause, in die Zweitwohnung. Und
vielleicht finde ich ein größeres Gebiet mit Salz zufällig auf dem Weg und dann sammle ich den schon mal mit ein. Es könnte auch sein, hier liegt manchmal auch Salz rum, ne? Schwierig. Guck mal, hier, da waren allein auf der Stelle waren zwei von diesen Kühlschränken. Und da hinten habe ich mich halb tot gesucht. Tja. So, wir haben 10 Minuten schon rum. Ich hoffe, ich kriege das in dieser Folge noch hin, den zu bauen. Ah, hier, komm. Das, ich habe doch gesagt, dann halten wir eben an und nehmen mit. Jo, das war auch, ja, ne? Das letzte Salz vor der Autobahn, wie man so schön sagt. Hier kommt nichts mehr. Aber ich guck mal hier, da unten sehe ich schon mal eine Kugel. Und zwar die, die ich eingebuddelt habe. New technology created. Ah, schön. Seht ihr? Jetzt kriege ich da links oben eine Meldung und habe ja auch eine Lautsprecherdurchsage bekommen, eine freundliche. Dass wir hier eine neue Technologie erlernt haben. Sehr schön, dann können wir uns jetzt ein Bauen machen. Ich bin mal gespannt, was mir an Material fehlt. Irgendwas wird mir bestimmt fehlen. Könnt ihr mir vorstellen. Vielleicht auch nicht, aber ich rechne mit dem Schlimmsten. Und das kann sehr schlimm sein. So, Moment. Erstmal, Orientierung. Nee. Moment. War der mit Essen noch unten? Hab doch mal locker mit Essen gehabt. Das muss ich doch auch oben hingebaut haben, oder nicht? Ah, da. Sieht übersichtlich aus. Okay. Dann nehmen wir den Haferfisch mal raus. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, so. Moment, ich habe zwei Bleach, ne? Zweimal Salz, ne? Genau. Dann nehmen wir uns das doch mit eben. Den muss ich auch nochmal umbauen. Das war so mein Plan jedenfalls, dass ich den nochmal umsetze. Ich glaube nämlich, dass ich auch dieses Disinfected Water brauche. Für diesen Uranreaktor. Ich meinte, da ist mir im Wiki irgendwas entgegengesprungen. Ich habe mir das aber nicht genau notiert, was ich da jetzt wirklich für brauche. Cooked Food, so. Ich weiß gar nicht, warum mein Hunger momentan so schnell hochgeht. Ist mir ein absolutes Rätsel. Okay, mit dem Bilder, ne? Quatsch. So. Da kann ich den jetzt bauen. Und zwar finden wir den... Wir brauchen zwei Titanium-Ingot. Lubricant. Und dreimal LED. Verdammt, wie ging denn nochmal LED? Das habe ich ja lange nicht geraucht. Also, Titanium-Ingots. Das heißt, ich brauche 20 Titan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, das sollte reichen. Dann machen wir die beiden Ingots mal eben fertig. So, und dann kann ich den wenigstens mal austesten, bevor ich irgendwann mal woanders baue. So, die haben wir. LED, genau. So, wo war nochmal LED genau? Lubricant brauchen wir. Creepvine Seed Cluster, okay. LED. Kupfer, 3 und Silber. Das heißt, ich brauche 9 Kupfer. Boah. Die habe ich nicht. Wo soll ich die her haben? 3 Silber habe ich. Krass. Wie doof ist das denn? 9 Kupfer. Okay.
Das ist mal eine Menge, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mal echt eine Menge. 9 Kupfer. Tree Mushroom Sample. Was war das für ein Zeug? Moment, Lubricant habe ich doch aber auch drüben schon genug gehabt, oder? Das ist noch einmal Bleach. Lubricant habe ich drüben liegen. Wie blöd, glaube ich. Hab ich. Ach, warte mal, wir könnten mal in der Kupfer, Silber und Lubricant. Creeper und Seed Cluster. Wir gucken mal in der Veltilus nach. Vielleicht habe ich da ja was drin liegen. Das könnte natürlich sein. Sonst muss ich jetzt gleich mal wieder in ein anderes Biom und mir da Kupfer suchen. Ich glaube, Kupfer sieht echt nicht gut aus bei mir. Ah, Lithium. Da ist eine Batterie, die nehme ich mir mal mit. Der kommt da rein. Ach ja, mit Titanen ja werfen. Oh, mit Salz kann ich auch werfen. Oh, wie schön. Die beiden nehmen wir uns mit. Aber Kupfer sieht gerade ganz mies aus. Kupfer ist ganz mies. Habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Ach, wie ärgerlich. Tja. Ja, kann man nichts machen. Ich hab's versucht. Ich meine, ich bleib dran, aber ich habe nur so das Gefühl, es könnte sein, dass das diese Folge nichts mehr wird. Dann müsste ich jetzt schon wirklich Loot-Glück haben. Wenn das jetzt noch was wird. Lava-Biom. Gehen wir mal. Irgendwo muss da aber auch. Ah ja. Genau dahin wollen wir. Das sieht so geil aus, das so nah. Das könnte ich mir stundenlang angucken. Ja, ja. So, und jetzt müsste ich hier mal auf jeden Stein schlagen, ne? Ja, so sieht das wohl aus. Da wird mir nichts anderes übrig bleiben. Oh, da haben wir ja schon Kupfer. Und Salz. Ich brauche 9 Kupfer. Das ist mal eine ganze Menge. Ich nehme mir schon mal die Knarre in die Hand hier. Ah, Titan. Können wir mit aufnehmen. Sonst brauche ich es irgendwann mal und hab's dann nicht. Wobei, angesichts meiner Vorräte, die ich da habe, würde ich sagen, ich habe genug Titan. Kupfer. Okay. Alles, was hier Gold aussieht, ist in Wirklichkeit Kupfer. Das ist gut. Ich will mich mal hier irgendwo zentral positionieren und dann so kreisförmig ausschwärmen. Genau, so, das ist eine gute Idee. Dann kann ich von hier aus überall weitermachen. Das Titan, was dann zu viel ist, weil ich kein Kupfer mehr mitnehmen kann, das schmeiße ich dann einfach weg. Aber... Ach komm. Ach Mensch. Ups, war hier nicht mal mehr. Ja, hier gibt es natürlich viele Sachen, ne? Aber hier gibt es auch Gefahren, wie ihr seht. Und zwei von den Viechern können einen schon mal sehr schnell killen, das wisst ihr auch. Ich muss hier mal raus. Hier ist mir zu gefährlich. Hier ist mir echt zu gefährlich. Vor allen Dingen, die kann man gar nicht richtig killen, die Dinger. Da
Das nimmt kein gutes Ende sonst, wenn ich da reingehe. Auch wenn das schade ist, weil da sehr viele von diesen Steinen waren. Das hätte sich gut gemacht. Aber guck mal, hier sind ja auch schon zwei und da lebe ich länger. Ist so. Da habe ich mehr von. Ne, jetzt lasse ich das Titanium mal weg, weil sonst kriege ich nicht mehr genug Kupfer mit. Meins? Ich muss mal schnell zu meinem Schiff zurück. Irgendwie wenig Sauerstoff. Ich weiß gar nicht warum. Der geht ziemlich schnell zur Neige. So tief war ich doch gar nicht. Aber da bin ich schon so lange ausgestiegen. Kommt mir gar nicht so lange vor. Ja, ich habe das Schiff gesehen, nur wenn ich hier in der Nähe bin, habe ich es ja hoffentlich ungefähr im Griff, ne? Wie lange ich. Obwohl ich und was im Griff haben, was Sauerstoff angeht. Gut, dann kann ich ja mal ein bisschen weiterfahren. Jetzt wird es auch gleich dunkel. Das macht die Sache nicht so viel besser. Muss ich sagen. Ach, die ist schon wieder. Ah, okay, hier wird mit Metall geworfen. Im großen Stil. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass du sauer bist. Hier will ich nicht hin. Das ist für mich kupfertechnisch absolut uninteressant. Steigen wir da mal aus und gehen da mal hin. Mal gucken. Nee, Titan. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier doch noch ein bisschen dauern wird, bis ich die neuen Kupfer zusammen habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 Stück. Okay, es geht eigentlich, ne? Eigentlich geht es. Silber nehmen wir auch mit, weil so viel haben wir davon auch nicht. Deshalb würde ich das Silber immer ganz gerne. Ich habe kein Medikit dabei, ne? So. Dass die auch mal so aggro sein müssen. Sagen wir hier nochmal aus. Muss ich mir ein bisschen vorsehen. Ich glaube, ich nehme mal die Waffe in die Hand, sicherheitshalber. Wobei, den habe ich ja eben auch nicht kommen sehen oder hören vorher. Meins. Und ich glaube, einen brauche ich nur noch. Ich brauche nur noch ein Kupfer. Das ist doch machbar. Ich wollte zumindest jetzt so weit kommen, dass ich sagen kann, okay, sorry für die Verzögerung. Machen wir in der nächsten Folge. Moment, Lubricant kriege ich das nicht aus diesen Dingern hier? Genau. Schön, dann habe ich ja welche. Ich glaube, da brauchte ich auch nur zwei von. Es gibt mir noch einen so einen Stein und mit Kupfer und dann bin ich doch zufrieden. Ja, oh hier, das sind zwei Stück. Die Trefferquote ist 50-50 jetzt. Das wird laufen. Nee. Inventory voll. Dann müssen wir uns von einem Titan verabschieden. Und da haben wir unseren Kupfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sollte das genau ausreichen. Wir gucken nochmal nach. Bilder. 3 LED. Das waren 3 Silber, 9 Kupfer. Titanium Ingots haben wir drin. Lubricant können wir auch herstellen. Sehr schön. Wo bist du? Da. Okay, super. Gut, dann fahre ich jetzt mal in Ruhe zurück. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Es tut mir ein bisschen leid, dass es die Folge nicht geklappt hat. Aber, hey. Wow. Okay, ist ja gut. Terror. Oh, ich bin ja doch ziemlich nah zu Hause gewesen. Ach, ich kann nicht mal das Reclaimed Water gerade aufnehmen. Das ist ärgerlich. Das ist jetzt, ja, wohl verschwunden. Nun gut, dann werde ich gleich mal was trinken und ich verabschiede mich. Bis dann. Ja, mal gucken. Wie gesagt, vielleicht ist ja das Update dann auch schon draußen. Diese Folge kam jetzt am Montag, genau. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen
Naja, oder einen brauchbaren Wochenanfang. Ne? So, dann sehen wir uns hoffentlich am Mittwoch wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss.